Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. In dieser Folge will ich erstmal gucken, ob wir... Nein, haben wir noch nicht. Nuklear haben wir noch nicht freigeschaltet. Was sind das? Thermal Jet Atomic Engine? Fusionsreaktor? Okay, die zwei hätte ich erwartet. Das sind die großen Engines und das da sind verbesserte Atomantriebe. Und das nukleare Aerospike-Raketenantrieb. What the fuck? Was sind das? Noch größere. Und noch größer. Okay. Ja, nee, ist klar. Dann beschäftigen wir uns jetzt mit den SSTO, die ich gesagt habe. Dafür brauchen wir erstmal ein Flugzeug, das fliegt. Ich habe mal einen Space Shuttle gebaut in der fünffachen Größe gefühlt. Also wirklich riesig, drei Flügel übereinander, die verbunden haben auf äußere Triebwerke, die am äußeren Teil der Flügel waren, an die dann weitere Flügel angeschlossen waren. Ein brutales Teil. Aber das ist heute nicht unser Konzern. Ich baue ein kleines, feines Düsentriebwerk. Und ich glaube auch schon, wie wir das circa machen werden. In der... Aber wie groß sind die da? Das könnte cool werden, warte mal. Also in der Mitte hätte ich gern so einen Flüssigtreibstoff. Oh, das ist ein kleiner Flüssigtreibstoff. Aber das ist ja nur zum Fliegen dann. Wie schaut es mit diesen Antrieben aus? Hä? Warum bist denn du offen? Schaden? Das hat sich falsch rum plötzlich postiert, kann das sein? Das Teil ist komisch. Andi, dann will ich nicht dich. Ich hätte dann bitte gerne sowas, ja, genau. Vielleicht haben wir irgendwas, mit dem wir sozusagen in den Weltraum kommen. Umladen und dann wieder zurückfliegen. Das wäre irgendwie so eine geile Aktion. Bedeutet. Klick. Klick. Klick, klick. Und die zwei sollen uns hochschieben, während das mittlere Teil aktiviert wird, sobald wir auf die passende Höhe kommen. Weil ich glaube nicht, dass so ein Propeller dran passt. Haben wir da nicht einen kleineren? Das wäre dann geil gewesen. Mit so einem kleinen, feinen Propeller auf eine schöne Höhe und dann Durchgas geben. Aber dann hättest du wahrscheinlich den Propeller vernichtet, kann das sein? Die hätten wir dann wegklappen müssen. Das wäre ja wieder voll viel Arbeit. Viel Arbeit will ich nicht. Ah, nee, der ist groß. Wo sind die kleinen? Da. Schön. Und dann brauchen wir das dementsprechende Triebwerk. Was ist das denn? Das da? Nee, das ist zu groß. Wie viel... Müssen wir mal schauen, wie viel Schübe haben die Teile überhaupt? 16 Tage, okay. Brenndauer. Das ist ordentlich. So, dann brauchen wir... sowas plus ein kleiner. Und ja, wir haben mittlerweile Scaling. Das habe ich eventuell noch eingemoddet. Das kann uns jetzt wahrscheinlich sogar richtig viel helfen. Denn wir brauchen das dementsprechende Toolwerkzeug. Was ist denn hier in der Nähe? Hey! Du hast deinen Platz? So. Das könnte ein sehr interessantes Flugzeug werden. Das sage ich euch jetzt schon. 20 Zündungen sind aber halt genug auch wiederum, ne? Dann brauchen wir natürlich Flügel.
wär's denn, wenn wir die... bisschen nach unten packen, so. Und da dran kommen dann die Flügel. Ich habe keinen Plan, ob das fliegt überhaupt, ne? Wir müssen das dann noch alles voll testen. Wird hier minimal nach oben machen. Weil dann sozusagen uns das besser in der Balance hält. Und ich hoffe ehrlich gesagt darauf voll. Ja, wo sind denn die anderen Teile? Die Gegengrößen? Oder gibt es die nur so rum? Ich hätte gerne die Gegenrichtung, also die eher flachen langen. Oder muss ich die noch freischalten? Das wäre richtig assi. Horror! Ich kann doch sicher. Nee, das schaut scheiße aus. Kacke, wie mache ich denn das jetzt? Ich kann natürlich jetzt so bauen, aber das ist ja auch wieder so ein bisschen beschissen. So, schauen wir mal. Weight und Lift. Ja, könnte auch klappen. Dann tun wir jetzt hier noch die Dinger ran. So. Dann brauchen wir Fahrwerk. Ein Fahrwerk. Was ist das? Wir tun hinten kleinere hin. Fahrwerk klein. Und dann sollten wir auch schon abheben können. Okay, das ist die Explorer. V1. Welches? Ach, die kappeln da, okay. Und als erstes lassen wir nur mal die zwei starten. Das ist ja nur ein Test. Schauen wir mal, ob das überhaupt irgendwie ansatzweise funktioniert oder ob es gleich wieder wobbel die, wobbel die, wobbel die, wobbel die wird. So typisch Game. Wobbel die, wobbel die, wobbel die. Das wäre so typisch. Typisch. Heieiei. Komm schon. Let's do something. Alter, so groß ist das Ding jetzt auch nicht. Das ist keine 5,2 Kilometer Rakete. Das ist ein kleines, kleines Flugzeug. Spiel? Ich höre dich schon mal. Das heißt schon mal was Gutes. Okay. Das Ding hüpft schon wieder. Let's see. Also es gab ein Update, glaube ich, und da sind die Teile dazugekommen. Ich wüsste auf jeden Fall nicht sonst, woher die kommen. Ich habe sie nicht reingemoddet. Okay. Triebwerk ist auf voller Leistung. Ist auf jeden Fall ein schnellstes Flugzeug. Komm schon, du schaffst das. Hab so das Gefühl, wir driften ab. Ich warte eigentlich nur darauf, bis wir abheben. Weil eigentlich so von der Form her sollte das Ding abheben können. Ich blick gerade echt, ob ich einen Afterburner anschalte, weil da vorne kommt die das Ende. Heb ab, mein Jung. Afterburner aktivieren. Afterburner! Ein Triebwerk ausschalten. Wie lange hält denn jetzt der ganze Thrust noch? Ab in die Umlaufbahn.
High-Speed-Flugzeug. Ob das landen kann auf Wasser? Oh. Armes Mikrofon. Scheiße bauen mal wieder. Juhu! Wie schaut denn unsere Flugbahn aus? 10.000 Kilometer. Okay, so erfolgreich sind wir noch nicht. Vollschub, Triebwerk. Jetzt beschleunigen wir mal ordentlich hier. So, die zwei sind aus. Also auf der Höhe schalten die dann aus. Auf der Höhe müssten wir schon auf Spezialtriebwerke wechseln. Alter! Hups! Oh oh. Wir kommen nicht aus der Atmosphäre raus, Jungs. Das ist jetzt blöd. Ja, du, wir kommen hier nicht raus, over. Ich glaube, wir haben ein Problem. Wir sind über 1000 MS schnell. Umlaufbar. Du, das wird interessant. Aber lenken kann ich. Richte dich mal flugbahnmäßig aus. Ich glaube, wir werden nicht schön scharf in die Atmosphäre wieder eintreten. Ich glaube, wir werden schön, weißt schon, einen Bremsenteppich machen. Also wir können gleich wirklich probieren zu arbeiten. Okay, jetzt werde ich mal gespannt. Irgendwann ist Sinkflug angesagt. Und dann schauen wir mal, ob irgendwann Feuer kommt. Ah, das könnte unsere erste... Oh, ich habe eine Idee. Und wenn ich Ideen habe, ist es nie gut. Wer sagt denn, dass wir nicht einfach Booster dran packen können und in die Luft schießen? Trittst du schon wieder ein? Es ist so ruhig. Es ist so ruhig. Jetzt geht's los. Passiert doch nichts. Ich glaube, wir haben zu schnell runtergebremst. Auf jeden Fall kriege ich die Nase nicht wieder runter. Alter, da vorne ist schon das andere Ufer. Triebwerke sind an. Komm schon. Trick. Triebwerke sind aktiviert. Wir suchen eine kontrollierte Wasserlandung. Okay, wir werden mal einen schnellen Downflug machen. Dadurch, dass das Ding eh auf uns hört,
sollte das ohne Probleme gehen. Und lenken lässt sich das Teil echt gut. Also von der Seite her. Alter. Mit 300 Metern pro Sekunde Richtung Boden. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Jetzt müssen wir schauen, dass wir langsam... mit der Geschwindigkeit uns drehen, weil ansonsten sind wir bald Matsche. Jetzt ist das Land weg, jetzt siehst du... Ah, jetzt sehe ich nur noch Wasser. Wo ist denn das Land hin? Hilfe! Das Land ist weg! Werden wir langsam nochmal tiefer gehen. Wir nehmen trotzdem an Geschwindigkeit ab, das ist auch geil. Alter! Leck mich doch am Sack, das ist... Speedy Gonzales und so, ne? Wir sind konstant auf 50 Metern gerade. Runter, rund. Das nehmen wir langsam an Höhe ab. Verlieren auch an Geschwindigkeit. Die Kombination ist schlau. 30 Meter. Hey, wir sind gelandet. Raumfahrzeug B. Alter, das war ein cooler Flug. Mein Rechner denkt sich auch schon wieder, ich kill ihn jetzt. Das ist keine gute Sache, du. Das ist keine gute Sache. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Vergesst nicht, bald ist die 100. Folge, wo ein Special-Video wieder mal kommt. Und in der nächsten Folge werden wir versuchen, aus dem Flugzeug ein Space Shuttle-ähnliches Ding zu bauen. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.